Guten Abend, ich darf Sie euch alle recht herzlich begrüßen zu diesem sicherlich in mehrfacher Hinsicht spannenden Orgelabend. Wir hören heute alle 6 Trio-Sonaten von Johann Sebastian Bach. Die 6 Trio-Sonaten sind für uns Organisten sozusagen ein großes Opus, wo wir Riesenrespekt haben. Und wir hören sie heute alle, was eher selten vorkommt. Man hört eine, man hört mal zwei, aber an einem Abend alle 6 Trio-Sonaten. Das ist sehr selten. Sie sind innerhalb des Gesamtwerks von Johann Sebastian Bach ohne Parallelen. Er hat sie in seiner Leipziger Zeit komponiert, in der Zeit, wo er eigentlich hauptsächlich Kantaten geschrieben hat, für jeden Sonntag. In einer Zeit, wo die Orgelwerke von Bach im Prinzip schon alle komponiert waren, fast alle, setzt er sich nochmal ran und komponiert diese 6 Trio-Sonaten. Und man fragt sich, für welchen Anlass hat er sie komponiert? Es gibt damals oder gab damals nicht die Form von Konzerten, wie wir sie heute kennen, sondern Bach hat komponiert für den Gottesdienst, gelegentlich mal für einen weltlichen Anlass. Und ansonsten hat er komponiert, um zu lehren, könnte man sagen. Er komponiert, das schreibt er auch öfters, für die Kenner und Liebhaber, das sind heute Sie. Und ganz wichtig für uns auch heute, seine Kompositionen sind oft mit großen pädagogischen Absichten verbunden. Schon Forkel, er hat eine Biografie über Bach geschrieben, 1802, schreibt: Bach hat sie für seinen ältesten Sohn Wilhelm Friedemann aufgesetzt, welcher sich damit zum großen Orgelspieler vorbereiten musste, der er nachher geworden ist. Man kann von ihrer Schönheit nicht genug sagen. Sie sind in dem reifsten Alter des Verfassers gemacht und können als Hauptwerk desselben in dieser Art angesehen werden. Also für seinen ältesten Sohn, damit er zum großen Meister wird. Er hat sie sicherlich auch komponiert für Jan Liebermann, der sich in diesem Sonaten heute auch zeigt und ein großer Orgelmeister werden will, wird, ist. Sie sind heute immer noch, wie gesagt, der Prüfstein eines jeden Organisten. In jedem renommierten Wettbewerb kommt eine Trio-Sonate, die man spielen darf, sollen, muss. In jeder wichtigen Prüfung wird eine Trio-Sonate gespielt. Wo führt man diese Trio-Sonaten auf am besten? Also ich glaube, sie haben nicht den Platz in einer großen Kathedrale mit einer großen Akustik, weil es handelt sich hier wirklich um Kammermusik und es ist sehr wichtig, dass man möglichst viel davon hört und mitbekommt, weil sie einfach sehr sensibel sind. Und deshalb ist dieser Rahmen jetzt der Orgelsaal in unserer Hochschule mit Kennern und Liebhabern, ich möchte sagen, eigentlich ein idealer Rahmen. Genauso ist es gedacht, pädagogisch, für Kenner und Liebhaber, also die, die hier versammelt sind, das passt sehr, sehr gut. Die Orgel wird auch geprüft, nicht nur der Organist, weil die Orgel wird, was die Registrierung anbelangt, immer auf das Gleiche geprüft. Es geht immer um Trio-Registrierung. Und es ist manchmal so, dass wenn man irgendwo ein Konzert spielt, man nicht mal für eine Trio-Sonate die idealen Kombinationen findet, die in Balance sind. Ja, also das ist alles auch sehr heikel. Alles ist sehr intensiv, sehr heikel. Und das macht die Trio-Sonate natürlich auch aus. Zum heutigen Abend. Es ist wie gesagt selten genug, dass wir alle Trio-Sonaten an einem Abend hören. Es ist noch seltener, dass wir alle Trio-Sonaten nur von einer Person gespielt hören. Und es ist so selten, dass ich gar nicht weiß, ob es das schon gab. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie gehört, dass sie in einem öffentlichen Rahmen
auswendig vorgetragen wurden. In diesem Fall hören wir sie von unserem jüngsten Orgelstudierenden. Er ist 18 Jahre alt und geht noch zur Schule, das Gymnasium, macht nächstes Jahr, wenn ich richtig bin, das Abitur. Ich sage bloß nicht in 2 Jahren, ja. Nächstes Jahr, gut. Und ja, ich kann ihm nur jetzt schon gratulieren zu diesem Mut, auch, den er aufbringt, sowas uns darzubieten. Er wünscht sich, dass wir nicht klatschen während oder nach jeder einzelnen Trio-Sonate, sondern erst ganz zum Schluss. Aber was wir in jedem Fall tun können, ihn begrüßen mit einem herzlichen Applaus.
Musik.